Wer bist du? Was? Ah ja, da ist der Klaus, ich verstehe. Machen noch mal eine. Wir machen noch mal die Hydra. Wir haben jetzt den Kraftstein. Ja, den lilanen. Trifft sie bloß nicht. Er seht das hier? Ei, ich hab schon drauf geschossen. Sie kommt. Pass auf, Klaus. Er hat dich im Visier. Hoffentlich muss jetzt keiner zum Jungbrunnen. Der hat die Arschkarte. Warte mal, du hässliches Monster. Ich hab da noch was für dich. Willst du das haben? Da, bitteschön. Ist die zweite Hydra, die überlegt. Wir haben eben schon eine gelegt. In Folge. Und hi, Rick. Haben uns auch schon den ersten Kraftstein geholt, den lilanen. Und vielleicht machen wir gleich sogar noch einen dritten. Okay. Ich schwenke jetzt mal auf die Armbrust. Ich werde jetzt mal mit der Armbrust weitermachen. Gute Idee. Ich will mal gucken, was es bringt. Weil die kann ja viel schneller feuern. Das Nachladen dauert nicht so lange. Ja, 4 Schuss sind wie ein Gewehrschuss. Komm hier runter, leg dich hin. Miststück trifft gut.
Ja, macht Sinn, man kann viel schneller schießen. Klaus, alles gut bei dir? Die kommt. Verdammt, ich hab nichts zu essen bei. Ich auch nicht. Doch, ich hab Trockenfleisch mit. Komm her. Geh sparsam mit um. Danke. Kommt. Jetzt wird's eng mit dem Essen. Ja. Guck mal, ob ich was zu essen holen kann. Okay. Gott, die kommen gleich hier hoch.
Glaube nicht. Okay. Hier hat sie noch, die hat ursprünglich 5. Hier denn jetzt hin? Achso, jetzt vom Klaus abgesehen. Hä? Was geht's auch noch gut? Ich sehe sie nicht mehr. Sie kommt! Die einfach grundsätzlich trifft. Kommt Essen. Die haut ab, verdammt! Michael. Schmeiß bitte einfach hin. Dankeschön. Bitte. Ah, das ist auch eine Möglichkeit. Sie kommt nicht. Jetzt kommt sie. Geht ganz gut mit den kleinen Bögen. Bei den Kleinen ist die Schussreihenfolge viel höher. Das macht echt Sinn. So, ich darf kein Fleisch mehr essen, sonst kriege ich eine Fleischvergiftung. Die habe ich. Was hast du? Oh, das ist nicht so gut, wenn du schon Fleischvergiftung hast.
Die Granaten waren nicht zu verachten, was die an Schaden rausgeklopft haben. Irgendwie fühlt sich das jetzt länger an. Braucht Klaus irgendwas? Keine Ahnung. Oh. Klaus, alles gut? Der Klaus ist weiter. Ich mal noch mal zurück. Ja. Bleib hier. Da ist Klaus irgendwo. Die alte Position war deutlich besser. Scheiße. Sie kommt. Dafür gebaut.
Die Granaten vorher waren doch schon recht effektiv. Ja. Das fehlt richtig jetzt. Ah, die kriegen wir auch klein. Und dann ist Tantchen auch alt. Die ist jetzt schon alt? Nein! Letzter Schuss für diese Waffe. Nee, noch einer. Nur noch ein Schädel, ne? Ja. Die hängt fest, so wie es aussieht. Jetzt kommt sie hoch. Erledigen sollten wir aber, wenn sie hier ist. Bitte? Erledigen sollten wir sie, wenn sie hier ist. Ja, das wäre ja, tatsächlich gut. Ja. Wieso haut die ab? Hat sie doch schon dreimal gemacht. Aber so weit? Ja, ja. Da kommt sie wieder. Klaus? Ja? Ich glaube, der hört mich nicht. Ich höre dich. Ich höre dich, Brunhild. Er hört dich. Erledigen, wenn sie hier ist. Ja, hat er ja, auch ja, ja gesagt. Das Ziel ist, dass sie nicht mal weggeht. Und dann ja, machen wir erst. Müssen wir schauen, dass wir uns nochmal hinstellen für. Und der Jan Michael muss sich das dann einprägen. Na klar. Definitiv. Waffe wechseln. Das dauert schon eine ganze Weile. Feigling, komm wieder. Kommt. Uff, Hydra-Ron heute. Zweite schon, Clayton. Eine haben wir schon erlegt. Ja! Fehlt noch der da unten. Ja gut, die sind ja schnell erlegt. Was denn? Da ist noch so ein Reißzahnding.
Danke. So, dann treffen wir uns bei der Hydra. Der Stein der Macht. Der rosane Stein. Alle da? Warte. Da. Räumen Sie schon mal leer, nicht dass was verschwindet. Oh, das ist ein Bild für die Götter. Da kommt her. Zwischen die Krallen, oder? Genau, mit Knistel in der Hand. Nee, Schwert war schöner gewesen. Nehmen wir die Axt. Oder? Ja, wir haben sie mit der Axt erschlagen. Gut eingeprägt. So, warte, warte. Jetzt machst du das gleiche nochmal in dieser Pose. Also, hier. Haben wir. So, warte kurz. Ich will es mal ausprobieren. Es gibt einen neuen Kraftstein, ja. Mal sehen, ob man hier... Scheiße, ich hab keinen... Gib mir mal kurz deinen Haken. Haken? Ja, klar. Also, ja, gib mir mal kurz her. Nee, ich brauch den mal. Ich will mal was probieren. Ach so, in die Hand. Ja, ja. Aber Granaten sind sehr effektiv, sollten wir immer mitnehmen. Was wird das? Ich weiß noch nicht. Ich glaube, der will sich in Pose bringen. Ja, und gleich kommt von hinten eine dritte. Oh, Scheiße. Ja, dann machen wir die auch noch fertig. Kugeln sind noch da. Was? Alle, ja. Oh, schade. Ah, schade. Dachte ich mir. Aber das Bild habe ich mir eingeprägt, als du gelandet bist. Wollte ja oben auf den Kopf tanzen. Ja, jetzt müssen wir diesen Kraftstein wieder auffüllen, wa? Das nennt man Speedrun. Ja, darum habe ich ja gesagt, wo ist die nächste Insel? Habe ich dich ja gefragt. Ja, okay. Ich habe jetzt eine Vermutung, ob es funktioniert, weiß ich nicht, ne? Aber von diesen haben wir ja schon den Stein. Ja, ja. Also den haben wir ja schon rausgeklaut. Also da können wir ja nichts mehr klauen. Wir sind schon wahre Helden. Aber die hatten wohl länger gedauert wie die anderen. Granaten? Wir hatten jede Menge Granaten dabei. Jede Menge. Aber ich sehe, dass die Hydra sehr viel getroffen hat. Mythos, ja, das ist richtig. Hm. Aber 4300, einfach so, während Tantchen eigentlich auf ihr Alter wartet. Die fehlt nur ein Jahr, die ganze Zeit schon. Ja, stimmt. Wenn du für eine normale 150er auf dem Offi auch 2000 kriegst, ist das... Ah, aber egal. Kein Holz mehr. Doch eben Holz reingetan. Das reicht nicht. Männer. Wie jetzt, hä? Was fehlt denn noch? Oh ne, das reicht ja hinten und vorne nicht mehr. Okay. 900 Holz reichen dir nicht? Nee, ich brauche noch mehr Legierung. Aber das ist egal. Ich habe noch eine Waffe, aber wir hören ja danach eh. Ich denke, das reicht für einen Tag, zweimal das fette Monster wegzunieden. Ja, ja, denke ich auch. Alle an Bord? Nee, Tantchen nicht, glaube ich. Das rohe Fleisch haue ich mal weg, hä? Brauchen wir ja nicht. Ja. Ah ja, Die Legierung ist tatsächlich sehr viel, was dafür benötigt wird, selbst bei unseren Waffen. Ja, das ist aber verständlich, ne? Ja, ja, klar. Aber hätte ich das gewusst, hätte ich die andere Waffe genommen. Ja, ganz ehrlich, sagen wir jetzt. Aber wenn ihr was braucht, kann ich euch das geben. Ne? Das ist gar kein Problem. Das Kupfer gibt's ohne Ende. Alles kein Problem. Wir haben nicht uns sonst wochenlang drauf vorbereitet.
Jetzt ist alles kein Problem mehr. Soll ich dann schon mal lossegeln? Ne, müssen wir warten, ob Brunhild da ist. Bringt ja nichts, wenn du ohne Brunhild losfährst. Ich bin da. Okay, Brunhild ist da, kannst lossegeln, Captain. Hi. Eine komplette Kehrtwendung. Ich bin mir bloß noch nicht ganz sicher, was ich von den Zyklopen halten soll. Ja, die sind. Sind für das, was er. Ja. Sagen wir so, sie geben schon sehr viel solches Spezial, ne? Ja, aber wenn du dann an die Schlangenfrauen denkst. Ja, die Schlangenfrauen ist einfach durch, dass du sie schneller umhaust, ne? Richtig. Ja, die Geschwindigkeit. Aber so wie. Das ist auch eine. Hier bei der Insel müssten wir etwas aufpassen. Gibt sehr viele Untiefe, wenn ich halt schon sage. Ich sehe sie. Ja, sieht man. Ich hoffe, du hast hier zur Not Ersatzplanken dabei. Ja, natürlich. Ich glaube 12 Stück oder so. Weil diese ist. Das ist eine scheint verfluchte Insel zu sein. Also ist ja jene, aber. Bauwerke sieht man. Ich weiß nicht, ob es in der Nähe von dem Bauwerk ist. Also jetzt auf Keine dieser Insel Ahnung. War es gerade zufällig, ne? Vielleicht ist das immer ein Anhaltspunkt, ich weiß es nicht. Ja, das ist möglich. Wenn nicht, dann fahren wir hier, versuchen wir hier an Land zu fahren und wir schauen mal, wird ihm einer bei den hier Bauwerken schnell. Ja, diese Insel ist wie gesagt sehr gefährlich. Löwen oder Tiger oder sowas sind hier. Ja, das ist, und sehr, sehr erfahrene. Aber die Insel ist auch riesengroß. Aber Bauwerke hat sie, ne? Wir haben uns nicht getäuscht. Nee, Bauwerke sind hinter uns. Okay. Also jetzt sind die ausgesehen hinter uns. Dann haben wir uns nicht getäuscht. Und es hat immer einen Vorteil, ne? Hier aus dem Schiff. Ja, schon steht schon sehr lange hier. Ach so? Und ihr wisst ja von wem es ist? Nee. Wie heißt denn das Schiff? Ich kann es nicht lesen. Nebels Ulafair. Aber jetzt stelle ich mal die Frage, wenn das Schiff hier steht. Ja. Ein Vorteil hat es, ne? Mhm. Wir müssen ja Eingang. Zur Höhle, da kann natürlich nicht auf Land sein, ne? Also hier auf der wird ihm an solchen einfachen und dem Holz, also hier Pfeilern, ich meine. Ja. Es muss schon ein Berg sein. Also ein richtiger Berg. Hm. Erst der Vorteil, also ist. Na klar, weil, ne, wir wissen sonst in so ein kleines Ding so eine Höhle reingraben hier. Hm. Gute Frage, stimmt schon. Also Ui. Ich sag mal, es müsste schon an einem Berg sein. Dann kämen wir jetzt in die richtige Gegend. Rechne mit Untiefen. Ich beobachte das Wasser. Ich bin ausschließlich nur auf Steuern konzentriert, auf nichts anderes. Beobachte die Gischt und die Wellen. Geh mal hier vor Anker kurz. Bitte. Also du mal hier, hast du geankert noch? Nein, nein, ich fahre jetzt an Land. Ich dachte, du wolltest nur schauen. Ey, mach mal hier bitte einen Ankerplatz kurz. Und wartet mal kurz hier. Ich glaube, ich habe da... Ja, ich drehe das Schiff schon mal passend, damit ich weiß, wo wir weiterfahren müssen.
Gibt's auf jeden Fall wieder diese komischen Vögel. Ah, diese Lederflattler. Die Klausdiebe. Ja. Klaus. Ach, dort. Pass auf, Vögel. Wo denn? Da müssen wir ihnen den Rücken frei halten. Jeder Klausdieb wird abgeknallt. Der war schon mal vorsorglich, bevor er den Klaus klaut. Das sind KK-Vögel, Klaus-Klau-Vögel. Noch nicht gesehen, wo Klaus hingelaufen ist. Da kommt er. Der ist ganz schön schnell. Oh, ich. Ja. Ich glaube, ich werde mich einen neuen Namen geben. Der schnelle Klaus. Ich habe zwar was Leuchten gesehen. Es ist auch was Leuchtendes, aber es ist auch. Ich habe auch den Eingang gesehen. Ja? Das Leuchtende war ein göttliches Schildhorn. Oh. Aber ich habe den Eingang gefunden. Es ist gleich daneben gewesen. Okay. Also gibt es hier jetzt eine Hydra oder einen Drachen? Ich habe nur den Eingang gesehen. Ach ja, wir wollen ja nur zu dem Eingang. Und wenn, dann müssten wir immer bei. Ich glaube, wenn ich stelle mal, dann höchstens müssen wir nochmal bei der Stadt gucken. Ich meine. Ja, ja, aber erstmal zum Eingang rein. Ja, stimmt. Genau, also alle mal. Brunhild, hoffentlich hast du es nun endlich geschafft. Nein. Boah, was? Na gut, jetzt können wir noch warten. Dann hier soll sich mal ins Land stellen. Wie langsam alterst du denn? Ich weiß auch nicht. Und jetzt zieh mal bitte deine Rüstung aus, nicht, dass da wirklich was ist. Du siehst ja schon aus wie 190. Und dann zieh dir mal nur ein Stoffhemd an, einfaches. Also begleite dich mal. Nee, du kannst jetzt nicht reingucken. Die Frau zieht dich um. Apropos, ich müsste mir immer eine Stoffhose anziehen, wenigstens. Ich hab dir nicht, dass Brunhilde noch neidisch wird. Diesen Anblick. Stoffkleidung sollte ich noch haben. Ich stimme mal bei euch schnell eine Hose herstellen. Klaus? Ja? Du hast noch deinen Kraftstein hier im Ordner. Ich weiß, den hätte ich jetzt rausgeholt. Gut, ich wollte nur sicher gehen. Ne, ich habe schon. Aber ich wollte ihn erst mitnehmen, wenn ich genau weiß, wo es ist. Und, ja, genau. Ich habe auch ein Rauchblättchen für dich. Ich habe auch welche noch. Ich ja, okay. Erstmal zurück zum Affen. Ich hatte noch welche vor uns noch einstecken. Ja, ich nehme auch nur eins mit. Nehme ich aber noch nicht ein. Nee, das nehmen wir nur kurz davor. Also, ja, genau. Das müssen wir eh hier nehmen, weil wir eh dann was zu essen brauchen. Erstmal. Ja. In dem Augenblick. Aber wir warten jetzt wirklich mal. Vielleicht haben wir Glück, dass Brunhilde mal endlich mal schafft. Ja. Aber die kann ich tatsächlich ohne Probleme in großen Mengen herstellen, die Rauchblätter. Das ist gar kein Problem. Wir haben genug Material zu Hause liegen für. Nee, gar nicht. Heute war es ganz schön was hier drauf gelegt. Also ja, und so, das war bei dir beim letzten Mal auch der Fall. Habt ihr irgendwas dabei? Ich habe nichts. Nein, nur den Kraftstein. Aber ich werde dann eh nochmal an Bord gehen, bevor wir dorthin rennen, weil ich will ja dann wegen was essen. Aber ich will das Essen jetzt nicht verderben, weil so viel haben wir nicht mehr. Ja, ja. Nein, das ist beim letzten Mal du, jetzt wir. Das ist doch nur fair. Du wolltest ja auch nichts wieder haben. Und es hat eine Menge Spaß gemacht. Aber was macht denn Brunhild? Ich sag doch, die altert langsam. Da werde ich schon 30, bevor sie mal. Ach du Heiligsblechle. Die sieht ja schon alt aus. Blöd. Hast du die falschen gesehen? Kommt da? Das ist am Arsch. Wie bitte?
Was hast du was? Gesagt, Brunhild? Tantchen, was? Du musst brüllen. Oder ich geh mal runter. Was hast du gesagt? Können wir jetzt oder nicht? Bist du denn schon alt genug? Nein. Dann können wir noch nicht, wir warten. Nee. Weil wenn wir da jetzt reinrennen, dann wäre es schön, wenn wir gleich alles mit Ema machen können. Ich bin hier nochmal reinrennen. Nur dem jedes Mal das K.O. geschlagen. Das, geht das dauert noch 100 Jahre. Nee, hä? Wenn die... aber bist du sicher, dass du 90 bist? Weil ganz ehrlich, so viel Falten hast du doch gar nicht. Also ich hatte vor uns viel mehr Falten. Habe ich ja auch gesagt, aber sie glaubt, ich veräpple sie. Wie alt hat die gar nicht? Falten. Vielleicht ist die schon 20. Wenn ich mich vor uns angeguckt habe und sie jetzt, war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Gut, ich habe auch mehr Haut. Ich will aber nicht so weit an Land rennen, ich habe keinen Bock, ja, wird ihm so Lederflügel. Ich habe gerade extra schon einen abgeknallt. Der hatte schon so angefangen, Richtung Klaus zu fliegen. Also entweder haben Frauen weniger Haut oder... Also wenn ich sehe, wie ich vor uns aussah. Das liegt am Rauchblatt, damit altert man nicht so schnell. Ne, wie viel Rauch? Ne, oder am Alkohol. Also, weil Brunhild so viel trinkt, das hält sich besser. Ei, wir hatten mal 500 Flaschen rum, mittlerweile nur 50. So ein Spinner. Ach, die holde Brunhild. Das wird erst morgen was. Ja, das wäre alles schlimm, wenn man das macht. Nee, wird schnell gehen. Aber ich versteh das nicht. Ja. Mein Brunhild, hier tüte ich mal, du bist doch, nur dem hast du hast doch nur deine Stoffklamotten gerade, oder? An? Ja. Dann geh mal hier mit den Schweinboxen. Und? Bist du sicher, Schwein, dass du nicht noch andere Sachen um Gürtel hast? Nee, das ja. Kann, ja, das. Okay, ist okay. Bei mir hast du auch eine, das ist die, ja, beim, ja, und spielen manchmal, das liegt vielleicht an zu viel Alkohol. Oder bei dir am Rauchblatt. Ich sehe gut aus. Streichen uns die Augen, wir machen uns die Augen ein Streichen. Ich bin hübsch. Lass dich mal von irgendeinem Tier umhauen. Bitte. Warum? Mach's mal bitte. Einfach umhauen lassen. Also so, dass du mal K.O. gehst. Ich denke, so ein Schwein, was vor uns ist mit Level, mit Alter, keine Ahnung, das wird schnell gehen. Ah, das macht es schnell, das Schwein. Kann doch nicht sein, dass ich schon wieder fast ein Jahr älter bin wie du. Ich sag doch, Frauen altern langsamer, aber dafür werden sie faltiger. Ne, sie hat aber weniger Falten wie ich. Das kapier ich nicht. Okay, sie macht gleich ein ganzes Rudel. Ich gehe mal schön ein Stück weg, ja. Warte auf mich! Warte auf mich! Besser ist das. Oh, bei unserem Glück gewinnt sie! Glaube ich auch, weil sie noch unter Wasser geht. Brunhilde kämpft an Land, du Feigling. Das Problem ist, ich glaube, sie hat ein Rauchblatt. Ne, sie hat doch hoffentlich noch keins genommen. Doch, ich glaube schon. Dann ist es sinnlos, dann steckt sie die Feuer kaputt. Da hätten sie mal fragen sollen, ob sie ein Rauchblatt drin hat. Weil ich guck mal, wie lange die durchhält. So ist das bei Göttinnen. Ich setz 10 Gold auf Brunhild. Ich hab Brunhild, wenn du so umboxst, kriegst du 100 Gold. Ich hab doch gesagt, die ist zwar nur zu einem 25. Göttin, aber das scheint zu reichen. Ah, 5 Schweine. Die gewinnt die Nummer noch. Jetzt setz es. Das kann ja nicht wahr sein, dass die... Der Tag Grund ist die Vermutung, dass es ein Bug ist. Oder hat die deswegen. Geburtstag. Ja, vielleicht verarscht die uns so und die ist 20 schon die ganze Zeit und wir warten hier noch sinnlos. Ja, das ist. Aber mit 20 sieht sie schon ganz schön faltig aus. Ja, und ich finde gar nicht, die hat gar nicht so viel Falten. Nee, das nur so ein bisschen runzelig. So hat der Dings damals schlimmer als Ahira. Also Ahira, oh, Schlange. Oh ne, da habe ich jetzt keinen Bock.
Oh, die ist immer noch stark. Ich habe keine Waffe. Ich habe gar nichts dabei. Ah, oh, Mann! Dreckswaffe. Aber. War ja wieder klar. Ich hole eine Knarre und Tantje macht's mit der Faust. Wieso tanzen? Wo ich? Ach so. Du bist mein Held. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, die verarschen dich, die Götter. Und dem hattest du. Wie mich. Mit dem hast du hier ein Rauchblatt gerade drin gehabt, als du mit dem Schwein gekämpft hast. Ja. Okay. Dantje, hättest du Nein gesagt? Ich habe gerade die Göttinnen-Story erzählt. Jetzt hast du wieder ein Rauchblatt. Ein Schwein sah schon sehr mitgenommen aus. Ja, wir haben. Ich hatte schon heftig gewettet. Hättest du härter zugeschlagen. Hättest du gewonnen, glaube ich. Aber hast du jetzt schon wieder gehört. Rauchblatt genommen? Mit Brunhilde zu kämpfen, also Wahnsinn. Ja. Zu warten. Ganzes Schweinrudel auseinander. Ja, wenn sie den Elefanten auseinander nimmt, dann soll ich ihn runter. Ich glaube, ich brauche mal unbedingt so eine gute. Habe ich dir schon die Geschichte erzählt, als sie hier angekommen ist, nachdem ich Mutters Brief bekommen habe? Du hast noch nicht viel von deiner Geschichte erzählt, außer dass du deinen Vater, also den Mörder suchst von deinem Vater und mehr. Nee. Unser Rabe, der Hausrabe Balthasar, den ich aus dem Ei gepellt habe, hat mir einen Brief von Mutter gebracht, wo drin stand, dass sie jetzt schon lange nichts mehr von mir gehört hat und jetzt Tante Brunhilde auf der Suche nach mir ist. 3 Tage später kam sie am Freihafen an, beziehungsweise ich wusste nicht, dass sie das ist. Ich sehe nur da eine Frau, die sich mit einem Elefanten prügelt. Tja, dreimal darfst du raten, wer es war. Und ich kann nur raten, wer verloren hat. Der Elefant. So ja, ist sie hier angekommen. Ich habe eh gedacht, die Insel ist verflucht. Am Anfang war ich in den Freihafen gelandet. Dann waren die ersten hier von diesen Alamautas hier. Ja. Und da war einer, der hat mit ihm seine kleine Katze, also nicht die großen, die mir kennen, die kleine, die hat auf einen Elefanten gehetzt und die kleine Katze hat ein Elefantenblatt gemacht. Oh. Ohne zu fackeln. Oh, krass. Jetzt muss Tantchen aber doch mal alt genug sein. Eh, doch gar nicht. Die verarscht uns. Die ist bestimmt schon lange 100. sieht aber keinen Tag älter aus als 88. Apropos, wenn ich die Tiere sehe, ich muss ja morgen auch noch, habe ich eine Lust. Was denn? Oh, ich muss noch für jemanden so ein Geier besorgen. Ich habe das so noch nie gehabt. Geier, keine Ahnung. Ach, ein Geier haben wir unseren erst vor kurzem getötet. Aber den haben als Kampftier. Oh. Dann habe ich von jemandem gehört, dass unsere Köchin hat gefragt, ob ich mal einen besorgen kann für sie, einen erfahrenen. Sie wären angeblich hat ihre kleine, ja, am Fuß, die kleine Tasche hätte ein sehr, sehr, sehr kühlendes Effekt. Ja, aber es geht nur mit sehr, sehr, sehr erfahrenen Tieren. Sehr, sehr erfahren. Ja, irgendwie ab 60 Federn oder so aufwärts. Oh, das muss schon mehr sein. Unsere hatte so und der war genauso gut wie ein Salzsack. Dann muss es höher sein, okay. Ich hab's bloß gehört, ich weiß es musst nicht. Musst du wohl paaren. Höher. Ich muss mehrere fangen, Kenbrook. Ja. Wo ist jetzt unser Brunhilde? Das ist da, wenn die immer auf dem Boot bleibt. Die sollte mal runterkommen. Als der Not soll sie sich doch hier hinlegen.
Schießen wird ja wohl erlaubt sein. Bist jetzt alt genug? Nein. Oh, Mann. Warum alterst du so langsam? Wir sind da schon Tage unterwegs. Wir sind schon hunderte Wochen unterwegs. Oh, das war nicht schlau. Hast du jetzt den Stein zerdrückt? Hinter euch kommt noch ein. Was habt ihr heute gemacht? Wir haben am Strand uns mit Schild geprügelt. Und Brunhild hat sie umgehauen. Achtung, das ist kein guter Besuch, der jetzt kommt. Oh Mann, wir sind schon echt knallhart. Kloppt. Wir stehen hier mit 5 Tieren, wir stehen hier nackt mit einer Armbrust und prügeln uns mit Tieren. Ja, das muss es erstmal einer nachmachen. Als Spaß wird sich erstmal mit einer Schildkröte geprügelt. Da drüben im Busch ist ein Flugvogel. Hä? Sofort einen Schritt zurück, der Klaus. Im Busch? In welchem Busch denn? Da steigt er gerade. Ich sehe ihn, ich hole mir mein Gewehr, bevor der Klaus weg ist. Klaus, komm. Ich will jetzt mal gucken, wo ich vor uns hochgerannt bin, auch hier hinten. Ja, bring mal einen Fernklaus mit, bitte, Micha. Auch so ein bisschen wieder da. Ja. Ich hab mal eine 6-schüssige Waffe geholt, damit keiner den Klaus klaut. Ja, die wisst ihr noch, wo ich vor uns hochgerannt bin? Ja, hier gerade dazu. Dort, da ja, lang. Genau, okay. Bester Guck Grund. Mal, die zweite Schildkröte, die vorhin angreifen wollte, hat schon keinen Bock mehr, weil sie gesehen hat, was wir gemacht haben. Die sind wir noch unterwegs, oder? Nee, die haut ab. Die denkt sich auch, nee. Mhm. Kommt noch eine. Die hat ihre Freunde geholt. Aber nachgewaschen, du bist tot. Michael Vogel. Wo? Hinter dir. Den.
Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich krieg nur keine gute Position zum Schießen. Ich gehe mal vor. Du bist gerade runtergegangen. Ja, genau, wenn Klaus voranläuft, kann ich gut treffen. Die wollen ihn ja. Armbrust. Ein Armbrustschütze vor dem Herrn. Deswegen laufe ich immer gerade vor den Viecher auf die Viecher zu oder gerade vor den weg. Dann hat man die bessere Schussposition, weil dann kann man gerade Man zielen. nannte mich auch Wilhelm Tell. Jetzt soll ich dir zeigen, ich kann dir auch einen Apfel von dieser Rübe schießen. Nee, lass mal, lass mal. Mir geht's also nicht allzu gut nach den Schildkrötenboxereien. Bring mal die Waffe Und wieder hier, du machst weg. uns langsam fertig, das weißt du, hä? Kann doch nicht wahr sein. Ups. Das jetzt. Hast du jetzt ins Fass geschossen? Nö. Hast du jetzt ein Loch ins Schiff geschossen? Wieso sinkt das Schiff? Nö. Wieso kann ich nicht. Legt ab! Der Elefant kommt und attackiert das Schiff! Wieso kann man hier bei euch nicht nachladen? Eigentlich geht das Nachladen. Ne. Dann ist wohl die Munition raus. Es sind noch 150, angeblich 100. Schaut immer. Oder? Nee, die ist wohl zu stark beschädigt. Ach so, die ist kaputt. Na, dann sollten wir den Aber Elefanten fast jetzt gar nicht. nicht beschädigt. Da stimmt was nicht. Wir sollten den Elefanten langsam kaputt machen. Wieso rennst du mir immer genau vor der Flinte? Ja, ich fahr mal ein Stück vor. Schieß. Geht nicht. Da kannst du keine Pfeile rein, und wenn du die eigenen Pfeile hast. Ne, geht nicht. Hä? Ja, ich hab's auch Also du. reingelegt. Geht einfach nicht. Aber habt ihr damit schon nur die mehrmals geschossen? Ja, die haben wir schon benutzt. Aber man könnte sie Die hat auch nicht viel reparieren. Schaden. Die Ja, hat auch reparieren nicht. sie mal, aber ich habe einen Hammer da zur Not. Ja, nee, die Steine reichen nicht. Okay. Die ist wohl sehr fehlerhaft. Ja, irgendwas stimmt doch hier nicht, oder? Nee. Apropos, ich habe noch zwei Bolzen für die Armbrust. Machen wir denn mit den Elefanten jetzt? Oder der hat, nee, der hat seinen Spaß verloren. Richtig, der gibt irgendwann auf. Nö, die ist wohl fehlerhaft. Ich weiß, wo ich sie gekauft habe. Also habt ihr damit schon mal richtig viele Pfeile abgeschossen oder ist das? Ja, da haben wir schon. Damit haben wir den einen Einauge getötet. Also die hat mal einwandfrei funktioniert. Aber vielleicht ist so etwas, was schon. Schiff hat ja auch eben komisch gehüpft. Die Brunhild macht mich aber wohl langsam hier. Ja, guck dir mal das blöde Krokodil an. Ja. Jetzt mir.
Jetzt müsst ihr mal über dem keine Angst haben, weil abends kommen jetzt mal hier solche Butler. Also Oh, für uns kommen okay. welche. Tantchen, bist du dabei? Ich laufe als Nachhut. Wo ist denn das leuchtende Vieh? Ich habe jetzt keinen Bock, das Vieh zu erwischen. Ach du Scheiße. Oha. Jetzt wird's ja unten spannend. Sofort Ja, Neisprung in aber ich die würde Höhle vorher unten. das Rauchblatt konsumieren. Zu spät. Mit denen hier, den kriegst du nicht kaputt, wenn du ein Rauchblatt hast. Der ist aber nicht leuchtend. Nee. Aber das Problem ist auch, wenn der dich hat, hier direkt er dich weg. Der Du lässt kannst ja nur wieder eins. los. Ich kann mal rüberziehen. Dann könnt ihr hüpfen. Ja, das bringt ja nichts. Du musst ja mit. Wir müssen alle gleichzeitig schöpfen und alle gleich direkt in die Höhle rein. Ja, oder so, aber ich ziehe vorher mir das Und wir gucken, Rauchblatt. wie breit die Höhleneingang ist. Nicht, dass man dann hier Probleme kriegt Zieh mir mit vorher Ducken. das Rauchblatt. Warte, er geht Ja, ist weg. gerade eine Aggro. Für uns ist eine Aggro. Hier bleibt man ja zu spät. Genau. So, wir könnten ihn mal hier hinterziehen. Mal sehen, vielleicht kommt er. Aua. Einfach aufpassen, was hier hinter den Haufen ist. Komm mal zu uns, komm zu Oha. mir, Michael. Michael. Das. Wenn der Aggro wird, der schießt uns sonst wohin. So, der Löwe ist jetzt weit genug weg, oder was das ist. Der Ne, ist der ist unter unter uns. uns. Der ist genau unter uns. Sieh Warte. mal, er dreht ab. Nee, er steht genau unter uns. Ich sehe ihn noch. Und das sind zwei. Der ist bis immer. Was sind die doofes Vieh? So, ich probier's mal in die Höhle reinzurennen. Jo, bist drin. Antchen, geh auch da, wo Klaus gemacht hat. Ja, ihr müsst euch rein ducken. Ja. Tantchen, mach. Lauf. Gut. Jetzt hängt er Warte, vor komm dem rein, zurück. Eingang. Ja, warte kurz, ich kann den schön bearbeiten von hier aus. Jupp. Er haut ab. Ich komme. Ja, Bin nicht weitergehen, drin. bitte. Bin Und drin. halt. Einfach nicht weitergehen, ich möchte noch nicht, dass hier Bin irgendwelche drin. Könnt hier Verdammten. stehen. Könnt stehen. Ja, aber dank den Wahlen können wir auch in kriechend sehr schnell sein. Wie sieht's mit deinem Alter aus? Nein. Dann holen wir einfach den Kraftsteintantchen, oder? Dann machen wir das nochmal morgen mit dem Ja. süßen Wasser. Na zur Mag Not. nichts Süßes. Wie bitte? Ich mag nichts Süßes. Dann Also, ha aber haut das ist ein euer Vorteil. Rauchblatt. Hier wisst ihr ja jetzt, wo es ist. Ist ja noch Richtig. näher dran wie alles andere. Das stimmt. Denkt an Ich euer kenne die Höhle Rauchblatt. nicht. So, warte, ich muss das Rauchblatt nehmen. Habe ich schon. Gut. Ich weiß nicht, wo das ist. Was? Die Höhlen sind alle Das hier. gleich. Ach so. Die Höhlen, ja, wenn du dir eins gemerkt hast, es ist immer das Gleiche, jede Höhle. Die sind hier, die waren früher, glaube ich, Also nicht so rechts, clever. rechts. Ja. Ja, genau das gleiche wie gerade gerannt sind. Die sind nicht ganz so clever gewesen früher. Ich glaube, die hatten nur Standardbau. ein Baumeister oder ein Höhlengräber. Richtig. Wenn der erste es geklappt hat, dann kann er ja schreien, hat geklappt oder so. Na dann. Warte kurz. Ich habe gar nichts gegessen, trotz Rauchblatt und kein Problem mit Hunger. Also bei mir geht der Hunger extrem runter. Ja, Es du liegt kommst vielleicht dran, wieder dass hoch, ich. glaube ich. Ja, bei mir geht es extrem runter, Nee. weil es ja seelisches Ich Leben hab noch hat. Trockenfleisch. Fünf. Ich hab. Okay. Wir können uns stellen. Tantchen, bist du dran? Tantchen, bist du dran? Ja, ich hoffe. Ach du Scheiße. Und tschüss. Nee, lass mich runter. Ihr wartet. Ja. Ist frei. Geht nicht. Geht nicht. So ein Stein dabei. Ja. Und weg. Achtung. Kommt raus, 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 raus. Hä? Raus, raus, Okay. raus. Okay. Klaus muss da vorne erst fliehen. Der Löwe ist da. Ja, der ist aktuell nicht mehr da.
Das geht also nicht. Ne, den Stein. Das wundert mich jetzt aber. Das wundert mich jetzt aber. Ich sehe den Löwen. Ich auch, aber den könnten wir ausrennen. Ready? Ja, ja. Oh, verdammt aus. Komm, Tantchen, komm, einfach rennen. Komm, Tantchen. Wir sind alle da. Ich überlege gerade, müssen wir wohl auf jeder Insel diese Hydra suchen? Ja, auf jeder Insel müssen wir das Wesen töten. Es gibt wohl auch einen fliegenden Drachen, laut dem Doktor. Wieso hat er auch so einen Schlüssel oder was? Keine Ahnung, aber der hat mir die ganze Geschichte erzählt. Na, lass mal kurz. Warten. Nein! Was denn? Was? Jetzt kann ich nochmal zurück. Bist du jetzt soweit? Ja. Na, du weißt ja, wo es ist. Dann, du hast ja noch dein Rauchblatt drin. Das ist geil. Jetzt ist die 100 geworden. Warte mal. Ich gehe mit. Michael. Hm? Ja. Ich tue mal da mal kurz in die Stadt rein. Also nicht, dass er euch wundert, wenn ich nicht da bin. Tantchen! Tantchen, warte! Kann die ablenken. Kann beim Ablenken helfen. Ich kann den Tiger zur Seite ziehen. Weißt du, was ich meine? So, dass du in die Höhle hüpfen kannst. Der ist weg. Okay. Ah, da ist er in der Ecke. Bin hinter dir. So. Das ist doch zum Kotzen. Ach, ist doch nicht so schlimm. Okay, du könntest direkt durchrennen und naschen. Ich zieh die hier runter. Brück. Ich hab's alles. Oh, was war das? Oh, das ist praktisch. Fleder. Na klar. Hast du gehört? Nein, ich bin war ich wieder draußen. Hast es geklappt? Fledermäuse sind noch da. Ja, warte, ich ziehe sie. Das geht. Also ich hab's geschafft. Ich ziehe sie weg. Warte. Es ist, interessant. Hat's geklappt? Hat's geklappt? Nein, da ist nichts. Das sind so kleine leuchtende Sternchen. Da musst du trinken. Raus hier. Schlafe. Da wo ist das Sternchen? Nicht da, wo du das Ding aufgefüllt, wo du den Stein. Nicht wo du den Stein aktivierst an diesem silbernen Dingen, sondern da, wo so Sternchen auf dem Boden sind. Jetzt haben wir ein ganz kleines großes Problem. Nein, haben wir nicht.
Ich weiß, wie man sofort, die Götter haben hier einen Notausgang eingebaut. Man kommt oben auf dem Berg wieder raus. Ich weiß, wie es geht. Ich zieh sie. Ich weiß, aber hier sind Ledermäuse. Ja, die wollte ich ja wegziehen. Die sind genau im Eingang. Ja, deswegen wollte ich sie ja wegziehen. Ich zieh sie schon. So, Tantchen, bereit? Klappt's? Doch nö. Wo kommt der denn jetzt hin? Das Problem ist, die kommen nicht raus, ne? Nein, nein, wir sind durchgelaufen. Ich hätte auch trinken können. Ja, ich meine, aber jetzt, wenn die so drinnen eingeklemmt sind in ihrem Eingang, das ist schlecht für den Brunnhild. Ja, das geht. Du kannst durch. Ich hab's auch geschafft. Ich versuche die nochmal ein bisschen rauszuziehen, wenn ich durch kann. Die fliegen ja aber auch nicht weg. Na, ich hab die eben mitgezogen, Klaus. Warte, ich zieh die dann direkt mit, wenn Tante kommt. Warte. Ich hab's ja erstmal. Jungs, ihr könnt rauskommen. Klaus, sie ist jung. Würde ich nicht sagen. Wieso? Wieso ist das, ne? Wie hast du es geschafft, ja oder nein? Ja. Gut. Ja, aber mich wundert jetzt, wieso da die Dings nicht funktioniert. Tja. Weil ich war jetzt gerade in der Stadt. Na gut, ich habe nicht viel von der Stadt gesehen, weil da drin ist sehr voll. Ach du Scheiße. Ja, aber das will ich schaffen. Wir können zurückrennen. Aber das will ich schaffen. Der funktioniert hier aber. Achtung! Der Stein. Ach, alle da. Ach, ihr seid alle da. Ablegen oder? Oh, Tantchen ohne Helm. Oh, so. Oh, glatt, jung, frisch und mürrisch wie immer. Das mit dem Stein funktioniert wahrscheinlich nur auf der eigenen Insel.